Ja, liebe Freunde, guten Morgen aus der Hansestadt Lübeck. Ich grüße euch. Es ist immer noch kalt, obwohl die Sonne scheint. 4 Grad, mehr haben wir heute nicht. Mal gucken, was wir heute auf dem Gassigang so erleben. Pepper ist dabei. Der wartet schon mit seinem Stöckchen auf das, was da noch kommen soll. Und da kommt schon ein Kumpel. Moin. Ja, wie immer, die Freude ist groß. Ja, was gibt es Neues in der altehrwürdigen Hansestadt Lübeck? Sieht alles noch aus wie beim Alten, aber der Wahlkampf hat begonnen. Die SPD wirbt für den Klimaschutz. Klimagretel ist nicht allein. Und die SPD hat schon die EU-Flagge in ihr Parteilogo übernommen. Und was lesen wir da? Europa ist die Antwort. Und gucken wir mal weiter um die Ecke. Ja, Pepper, etwas Geduld noch. Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Dann lässt sich auch die CDU das nicht nehmen, ein Großplakat zur Europawahl aufzustellen. Was sehen wir? Wohlstand ist nicht selbstverständlich. Ja, das stimmt. Auch dazu gibt es eine Menge zu sagen, glaube ich. Für Deutschlands Zukunft, unser Europa steht für Wachstum, gute Jobs und soziale Sicherheit. Das ist das Motto der CDU. Ja, Freunde, das ist natürlich die Steilvorlage für das heutige Thema. Die sogenannte Europawahl beginnt. Da stellen sich einige Fragen. Was ist zum Beispiel mit der EU so auf sich hat. Ja, bald sind wir also wieder aufgerufen zu wählen. Und da hat man ja den Eindruck, wunderbar, der Bürger wird gefragt. Alles demokratisch, alles korrekt. Aber wir sollten mal einen Blick darauf werfen, ob diese EU wirklich so demokratisch ist, wie es den Anschein hat. Ja, liebe Freunde, bald ist wieder die EU-Wahl. Wobei die Parteien, wie wir gesehen haben, ja EU und Europa immer ein bisschen durcheinander bringen. Denn die EU ist nicht Europa. Viele Staaten Europas sind ja nicht Mitglied in der EU. Und ja, was ist mit dieser EU? Ist das wirklich unser Wille gewesen? Man sagt ja, durch die EU gibt es Frieden in Europa. Aber ich denke mal, auch ohne die EU sehnt sich keiner hier unbedingt nach Krieg. Und ja, den Kampf für den Frieden, den schreiben sich ja alle auf die Fahne. Die kriegsführenden Parteien, meist sind das ja westliche, die machen immer Friedensmissionen. Das sind immer Friedensmissionen, humanitäre Missionen oder man will die Bürger zur Demokratie bekehren und von Diktatoren befreien. Das ist immer dieser humanitäre Geist, der vorgehalten wird. Ich sage euch, genauso wie mit der Grenzöffnung von der Kanzlerin Merkel, nicht humanitäre Gründe. Seit wann geht es denn in der Politik um Humanität? Das ist nichts anderes als Propaganda. Fallt doch bitte nicht auf so einen Scheiß rein. Ihr könnt nichts glauben, was erzählt wird. Und dann seid ihr fast immer auf dem richtigen Weg.
Ja, was ist das mit dieser EU? Also ich wurde nicht gefragt, ob ich jetzt Bürger der EU sein möchte oder so. Und bei einer Demokratie ist doch erstmal das Normale, dass ein Staat sich findet, wie eine Nation durch gleiche Sprache, gleiche Anschauung, gleiche Kultur, da sammeln sich die Völker und dann geben sie sich eine Verfassung und man hat Mitspracherecht. Aber bei der EU, das ist doch alles eine Show, eine Scheindemokratie. Wir werden zur Wahl gebeten, wir wählen dieses EU-Parlament, aber letzten Endes ist das ja nicht wie in der normalen Demokratie, dass man sein Parlament wählt, die Regierenden, und die machen dann die Gesetze. Nein, die Gesetze macht ja die EU-Kommission. Und die ist ja durch überhaupt nichts demokratisch legitimiert. Das ist eigentlich ein Abbild der alten UdSSR. Genauso ist das gelaufen. Ich muss mal gucken hier mit der UdSSR. Da gab es ja damals das Politbüro und das ist fast gleichzusetzen mit der EU-Konstruktion. Da gibt es die EU-Kommission und ein Parlament gab es in der UdSSR auch. Das war der oberste Sowjet, setzte sich zusammen aus dem Sowjets der Union und Sowjets der Nationalitäten, jeweils mit 750 Abgeordneten. Und rein zufällig hat das Europaparlament genauso viel, nämlich maximal 751 Abgeordnete, die da gefüttert werden, aber die gar nicht Gesetze einbringen dürfen. Die haben nämlich gar nicht so viel Macht. Die dürfen nur die von der EU-Kommission in die Wege geleiteten Gesetze durchwinken oder eventuell stoppen. Das ist eigentlich deren einzige Befugnis. Aber was uns da an Gesetzen vorgelegt wird, das stammt nicht aus dem Europaparlament, sondern von der EU-Kommission. Und das ist doch alles nicht demokratisch, oder was? Was seht ihr daran Demokratisches? Ich weiß das nicht. Im obersten Sowjet waren das die Klatscher und im EU-Parlament sind das die Durchwinker. Gut bezahlt, ruhig gestellt durch hohe Einnahmen, beeinflusst von Lobbyisten, sitzen die da auf ihren Sesseln und bestimmen die Gesetze, unsere Gesetze. Nach dem Grundgesetz sind wir der souveräne Staat. Wir haben die Macht in den Händen, so steht es im Gesetz, im Grundgesetz. Aber das Grundgesetz wird langsam verabschiedet, langsam aber sicher wird es verabschiedet. Frau Merkel hat es eingeleitet und Helmut Kohl vorher schon durch die Wiedervereinigung, durch die Einführung des Euro und. Also diese Europawahl, die sogenannte Europawahl, die täuscht uns eigentlich nur eine Demokratie vor, die auf europäischer Ebene gar nicht vorhanden ist. Was sollen wir machen? Also ich denke mal, ich werde nicht zur Europawahl gehen, denn wenn man da jetzt hingeht, dann bestätigt man ja irgendwie dieses System. Und letzten Endes will ich das gar nicht bestätigen, dieses System. Das ist mir alles ein bisschen dubios. Auch die Entstehungsgeschichte der EU ist ganz, ganz merkwürdig, nicht? Da spielen ja US-Kräfte eine Rolle. Genau wie bei der UN. US-Kräfte spielen eine Rolle. Bilderberge haben ihre Finger drin. Das ist alles ganz komisch. Und wenn man auch diese Symbole immer sieht, dieses Pentagramm, ne, diese einzelnen Sternchen, diese fünfzackigen Sternchen. Achtet mal drauf, wo überall diese fünfzackigen Sternchen auftauchen, diese Pentagramme.
Hab gerade irgendwo eins gefunden, da auf dem Gehweg lag so ein Ding rum. Habe ich das hier irgendwo liegen? Nee, habe ich nicht. Aber überall Pentagramme. Achtet mal drauf. In der sowjetischen Fahne ist auch dieser Stern und in der chinesischen glaube ich auch und in der amerikanischen sind auch Pentagramme, die kleinen, ganz kleinen Sternchen in der Staatsfahne. Überall Pentagramme, komisch, ne? Das sind doch Symbole. Wer hat die da installiert? Tja, also, und dann noch diese ganze Wahlgeschichte, was hat man vor? Ich bin ja aufs Grundgesetz vereidigt worden. Das Grundgesetz ist auch, obwohl es natürlich von den Alliierten bestimmt wurde, hat das Grundgesetz ja nun wirklich Vorteile so. Meinungsfreiheit, die ganzen Grundrechte, eigentlich eine tolle Sache. Wollen wir das denn aufgeben? Aber so durch die Hintertür merkt man doch, dass das Grundgesetz immer weiter in den Hintergrund tritt. 80% der Gesetze werden heute schon über die EU beschlossen. Wo ist denn da unser Mitspracherecht? Und was hat die EU für uns überhaupt gebracht? Was hat Frau Merkel gebracht? Frau Merkel hat gebracht, dass das Grundgesetz gebrochen wurde durch sie höchstpersönlich. Wir sollen uns an Gesetz und Ordnung halten. Aber Frau Merkel bricht das Grundgesetz. Ja, ist das Grundgesetz überhaupt noch gültig, fragt man sich da manchmal. Oder ist das nur noch so ein Zwischending, was dann der EU-Verfassung weichen soll? Könnte ja sein. Mit der Meinungsfreiheit, eine Zensur findet nicht statt, ist das auch nicht mehr alles so ernst gemeint. Dann sind diese ganzen komischen Leute mit Stasi-Verbindungen oder wo die Stasi mal eine Akte geführt hat, die sind in unserer Politik aktiv. Gab das eigentlich keine unbelasteten Leute nach der Wende? Warum ist denn die Merkel als FDJ-Propagandachefin, vermutlich IM Erika oder so, in der Politik so weit gekommen? Wir haben dann IM Larve, irgendwie so ein informeller Mitarbeiter, der plötzlich Bundespräsident ist. Ich weiß noch nicht, ob der bei der Stasi war oder was. Auf jeden Fall wird er mit diesem IM Larve in Verbindung gebracht. Dann haben wir diese IM Tulpe, das war da mal für Genscher eine Bezeichnung. Und IM Nelke, Steinbrück. Und wir werden plötzlich von dieser IM Victoria, von der Stasi-Kahane, auf Facebook kontrolliert. Was sind das für Zustände, frage ich mich. Normal ist das nicht. Normal ist das wirklich nicht. Und wir müssen da sehr aufpassen, dass uns da nichts passiert. Im Übrigen, so einige merkwürdige Dinge sind da ja auch noch passiert. Zum Beispiel im Einigungsvertrag, der am 23.09.1990 geschlossen wurde, wurde ja das Grundgesetz auch geändert. Artikel 23. In Artikel 23 stand vor der Änderung drin, welche Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes zählten. Da steht dann, was weiß ich, Schleswig-Holstein, Berlin und die Länder, dat und dat und dat, die bilden die Bundesrepublik Deutschland. Dieser Artikel 23 wurde geändert und nennt sich jetzt Europa-Artikel. Da wurden wir dann praktisch auf die Europäische Union eingeschworen. Lest euch das mal durch, den Artikel 23 jetzt. Und das mit den Bundesländern, was ja für einen Staat wichtig ist, man muss ja als Staat erstmal wissen, für welche Gebiete gilt überhaupt so eine Verfassung oder ein Grundgesetz. Und diese Bundesländer, die kommen nur noch in der Präambel des Grundgesetzes vor. Das ist das Vorwort zum Grundgesetz, nicht rechtlich verbindlich. Also was heißt das nun? Ist das Grundgesetz
überhaupt noch gültig oder was ist da geplant? Was ist da geplant? Wir sollten wirklich aufmerksam sein und das beobachten. Und diese Europawahl, meine Güte, selbst wenn das ein vernünftiges Parlament wäre, aber wir haben uns noch nie entschlossen, unseren Staat in eine EU aufzulösen. Und bei einer Wahl kann es doch nicht angehen, dass, sagen wir mal, ein Bürger, der auf Malta seine Stimme abgibt, fünfmal so viel Gewicht in seiner Stimme hat wie ein Wähler in Deutschland. Das kann gar nicht sein. Normaler Wahlgrundsatz in der Demokratie heißt, eine Person, eine Stimme. Und wenn man jetzt hört, dass da sogar Anträge von deutschen Politikern, ich glaube der Grünen wahrscheinlich wieder eingebracht werden, dass selbst da Entmündigte und Geisteskranke, Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit eingewiesen wurden, dass die wählen sollen, ja, was soll sowas? Da fragt man sich doch wirklich, was soll sowas? Überlegt euch, was ihr da machen könnt, ob ihr zur Wahl gehen wollt. Ich weiß nicht, mir ist das alles ein bisschen suspekt und es kommt mir so vor, meine persönliche Meinung, als ob die Nationalstaaten in Europa aufgelöst werden sollen, allen voran unter der Führung von Frau Merkel. Die hat das schön eingeleitet, aber auch, wie gesagt, vorher andere Politiker, auch in Deutschland und in Frankreich. Und das ist eben die Gefahr. Dann ist es wohl aus mit unserer Demokratie. Dann gibt es eine schöne Zentralregierung und wir befinden uns auf dem Weg in eine Weltregierung, neue Weltordnung. Ja, wollen wir das wirklich? Die Frage ist, können wir es verhindern? Aber wir sollten sowas meiner Meinung nach lieber nicht unterstützen und sehr kritisch sein und genau beobachten, was in Deutschland passiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Denkt mal über die Dinge nach. Tschüss.